Die haben gestreikt und die Spieler wollten die Kette nicht durchbrechen. Als die Sache gewalttätig wurde, hat man Rodrigo Vasquez, den Besitzer der Baja Banditos, zur Hilfe geholt. Dank der Erfahrung des alten Vasquez im Umgang mit den Obstpflücker-Gewerkschaften konnte er in letzter Minute eine Vereinbarung aushandeln und die Saison war gerettet. Und deswegen sehen wir uns im Frühjahr Football an. Von mir aus. Und dann nickte Turk uns unmerklich zu.